Hallo hier und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Hi! Oh, das sah gerade voll behindert aus. Ich habe gerade begrüßt und dann mit der Hand so geschüttelt, weil ich dann denke, so, dann kommt ein geiles Schwert so raus, aber ich habe kein Schwert mehr. Das sah ein bisschen fail aus, aber was soll das? Oh ja. Was ist zu? Ah, da kann ich bestimmt. Ah! Krass, tolle Kanone. Da kann ich nämlich Bomben hinlegen. Oh, du bist ja schlau. Ich weiß. Yeah, ist das nicht toll? Bonstimme. Och nee, da müssen noch mehr hin. Wie soll ich das denn jetzt machen? Die kommen doch gar nicht. Du nimmst noch eine Bombe mit und wirfst sie dahin. Ich bin sehr schlau. Aber ich krieg das mit dem Werfen nicht hin. Hilfe. Hilfe. Oh Gott. Ey, es war ein Versuch wert. Ja, Entschuldigung, dass ich das nicht kann. Ich hab dich schon vorgewarnt. Du hast doch noch ein bisschen Zeit. Du kannst doch mit der locker dahin gehen. Nein, ich kann da nicht hingehen. Ich muss sie auf jeden Fall schleudern. Nee. Siehst du? Hätte das aber da auch hingehen können. Nein! Weiß ich nicht, aber ich... Oh, Wendsturm. Oh, du gehst jetzt zum Gipfel. Da muss ich doch hin, da ist doch der Wasserdrache. Erddrache, oder? Ach, boah, ich bin so dumm. Das ist ein Vulkan und ich sag Wasserdrache. Wie behindert muss man sein? Und du musst auch deine Sachen oder noch holen, oder nicht? Ja, aber ich glaube, da kann ich auch hier so irgendwie so rumgehen. Und da unten hat noch dein Auge vergessen oder so, oder? Nee, das ist dieses komische Boing, Boing. Oh Gott. Wow, Dekokerne, die ich mal wieder nicht brauche. Schön. Was haben wir denn hier? Da geht's darum. Da ist wahrscheinlich irgendwo der Drache und da ist meine Bombenbox. Okay, dann denke ich, gehen wir erstmal darum, weil da ist auch der Typ, der auf mich wartet. Hi. Uff. Die ganzen Ungeheuer sind plötzlich von ihr verschwunden. Irgendwas muss da passiert sein. Vulkanausbruch eventuellerweise? Pling! Okay. Ach, das hier noch? Ach nee, das ist derselbe. Ich wollte gerade sagen, oh guck mal, das ist ja noch einer von denen. Oh Gott, Mann, ich bin so verdammt verpeilt. Das geht mal gar nicht. Wieso kann ich hier unendlich lang... Oh, ich kann nicht unendlich lang buddeln. Ja, so viel dazu. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fremdschämen ist gut. Konntest du nicht in einen kleinen Steg da rechts gehen? Was für ein Steg? Oh Gott. War nicht ein Steg? Ich weiß es nicht. Also ich habe es nicht gesehen. Oh, die Silent Hill Datei ist runtergeladen. Jetzt muss ich noch eine runterladen. Noch 11 musst du runterladen, oder? Ja, 11. Es wird spaßig, aber immerhin habe ich schon 9 hinter mir. Also geht es ja. So. Was? Boah, ja, ist schon... Ja! Oh, das ist bei Ocarina of Time für den 3DS aus und da musst du an den Wachen so vorbei. Boah, das hasse ich am meisten. Das war ja auch bei Zelda Phantom Hourglass so. Und das, boah, das war so scheiße. Das Spiel an sich fand ich ja eigentlich ganz okay. Aber diese Quest, die hat mich so aufgeregt. Ich habe die einfach nicht gespielt. Die war mir zu behindert. Welche Quest denn? Ja, in Phantom Hourglass. Da war das nämlich ja, auch immer mit so komischen Wächtern. Da musst du die ganze Zeit so vor dem weglaufen und so. Ja, das ist nicht schlimm, oder? Doch, ich fand das voll scheiße. Und ich war früher so jung und dann hatte ich Angst vor denen. Du musst schon losgehen. Ja, aber der sieht mich doch direkt. Nein, der geht nämlich nicht. Aber wo muss ich denn dann hinrennen? Wenn er nach links guckt, muss er dann rechts an ihm vorbei, so ungefähr. Ja, so viel dazu. Und du hast auch nach rechts geguckt. Warte, nee, ich habe eine Idee. Dafür... Oh, ich habe doch Greifhaken und Peitsche und Kohle. Ich kann ihn doch einfach auspeitschen. Echt? Ja! Oh Mann, da hätte ich auch früher drauf kommen können. So. Peitsche! Heia! Heia! In die Fresse! In die Fresse! Geh weg! Geh weg! Oh Gott! Geh weg! Scheiße! Oh Mann, ich kann ihn nicht mal auspeitschen. Das ist doch ein Kackspiel. Hier kann man nicht mal vernünftig Leute auspeitschen. Ist ja langweilig. So, was kann ich denn noch versuchen? Okay, ich kann auch diesen komischen Staubsauger da versuchen. Dann spüle ich dem einfach so den Dreck in den Mund. Dann passt es schon. Freist diesen Dreck! Und so.
Wow, ich bin geblendet. Der sieht aus wie Marilyn Monroe. Okay, nicht so ganz. Oh Gott, was soll denn das? Ich weiß gerade nicht, wie ich das genau machen soll. Also muss doch so, wie du es gerade gemacht hast. Du darfst den Stopp sogar nicht loslaufen. Ja, aber muss ich... Weil dann kommt ja einer noch von der anderen Seite entgegen. Ich würde das ganze Feld hier gerne mal überblicken. Aber das geht ja nicht. Magischer Krug, der hat voll den Behindertennamen. Von wo kommt denn der andere jetzt? Ich guck mir das schon mal an. Du kannst ein... Oh! Du kannst ein schönes Marilyn Monroe-Face machen und alles wird gut. Caden Severin. Oh Gott. Oh Mann, reg mich das auf! Ist das ein Kackbratzen? Dreh dich. Oh! Was ist das für ein Trouble? Super, ich brenne. Toll, dankeschön. Ach, du bist ja nett. Okay, so. Speicher mal kurz. Jetzt haben wir die Scheiße nämlich erstmal hinter uns. Das ist ja schon mal toll. So. Na, da wartet aber noch einiges auf dich. Ja. Wo ist denn der andere überhaupt? Ach komm, wir machen das jetzt einfach so. Bram, bram, bram. Oh! Nein! Nein! Geh weg. Okay, so. Alles okay. Tihi. Vielleicht wird eine Bonbon-Tasche. Bonbon. Das musst du wieder Diggin in the Dirt machen. Mm. Oh, toll. Hä? Und jetzt? Oh, nee. Ich muss immer so behinderte Kacke machen. Kann ich den von da oben auspeitschen? Ich denke mal eher nicht. Peitschen, peitschen! Mann. Ich möchte Leute auspeitschen. Das ist voll gemein. Mann. Boah, wie geht das? Was ist das für ein Kack? Oh Gott, die kommen angeschwabbelt. Peitsche! Oh Gott, guck doch mal, was für ein Fetter. Was für Scheiße. Oh Gott, die Peitschen halten ihn nicht auf. Scheiße. Ja, hau doch ab. Wohin? Hier ist jetzt nicht unbedingt so viel Spielraum. Oh Gott, komm, ich guck jetzt irgendwo nach. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder. Das wird schön. Das sage ich euch. Wir müssen nämlich nochmal zurück, weil alles, was wir gemacht haben, falsch war. Du hast mich gefunden. Boah! Ich gucke jetzt erstmal, wohin ich komme. Aber bestimmt wieder ganz an Anfang. Von daher... Oh. Mann, das regt mich gerade so auf. Wieso brauche ich denn jetzt auf einmal eine Schleuder? Man, vorher hat kein Mensch was von einer Schleuder gesagt. Und jetzt auf einmal heißt es, hier Schleuder, da Schleuder. Gott! Hilfe, geh weg, du fettes Schwabbel. Oh, das ist doch so unfair. Eigentlich kann ich auch so an dem vorbei. Okay, kann ich doch nicht. Ach, dann wird das ja mal wieder spaßig. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Ich mache einfach hier so Sachen, die eigentlich gar nicht so vorgesehen sind. Auch sehr toll. Kann ich nicht doch wieder die scheiß Melodien sammeln? Die sind immer noch besser als das hier. Okay, alles gut. Hier ist ein komischer... Muss ich da hin eventuell? Ich glaube ja nicht, oder? Jetzt ist das bestimmt eh richtig... Ja! Oh Mann, wieso habe ich das denn nicht gesehen? Wie kann man so... Boah, so verdammt blöd sein. Oh Gott, das... Oh Mann. Das ist so blöd, dass es fast schon weh tut. Ohne Scheiß. Mann. Verdammt nochmal. So, ich warte jetzt auf dieses Teil hier. Hm. Lalala. Fahrstuhlmusik einblendet. Ah, das schaffst du schon. Natürlich. So. Und? Ups. So, jetzt aber. Ach, das wird ja schön. Ups. Wie muss ich das denn jetzt machen? Einfach drüber werfen? Versuche ich mal. Hab keine Lust, mich zu bewegen. Das war jetzt irgendwie mehr als klar. Und wie soll ich das sonst machen jetzt? Also so... Moment. Nee, auf der anderen Seite ist keine Bombe. Ja, okay, das ist jetzt scheiße. Da kann ich aber nicht rüberhüpfen, oder? Doch, kann ich. Wow. Oh, nein! Boah, Gott! Okay, ja gut. So ist okay. Wenn ich dafür ein Herzteil einbüßen muss, dann komme ich damit klar. Oh Gott. Kannst du Floß... Ja, danke, du bist sehr nett. Mann, das Floß sinkt einfach mal zur Hälfte komplett ein. Sehr beruhigend.
Oh, das Spiel regt mich gerade so auf. Und ich habe gerade damit angefangen, das wieder gut zu finden. Ja. Und ich habe auch noch 2 Kerne nur, weil ich eben die anderen alle einfach da rumliegen lassen habe und jetzt sind die verschwunden. Toll. Ach Gott. Wieso? Das dauert so Jahre. Oh Gott, ich dachte, ich springe schon wieder daneben. Ach, ich bin schon wieder so dumm. Ach nee, doch nicht. Ah, ausnahmsweise bin ich mal nicht dumm. Oh, Wunder. Muss ich hier runter? Okay, nein, hier muss ich nicht runter. Also bin ich doch dumm. Mann. Das ist sowas von frustrierend. Hallo. Wieso spreche ich überhaupt immer mit den Gegenständen? Echt. Also Zelda macht einen selber irgendwann mal verrückt. Die Leute hier sind schon alle verrückt. Alleine wie die so gemalt sind und so. Ach Gott. Noki, der Wahrsager. Der ist auch irgendwie gar nicht fett oder so. So, weiter jetzt. Ja. Und jetzt kann ich die Stelle endlich machen. Wo ich die eben schon mal... Orientierung verloren. Obwohl ich die eben schon mal gemacht habe. Sehr schön. Ach, komm. Ja. Okay, so. Speichern. Und weiter jetzt. Piu, nimm das. Und was bringt mir das jetzt hier? Ach so, ich kann ihn da oben abschießen, glaube ich. Vermute ich mal, aber ich weiß gar nicht. Geht das? Ich komme irgendwie alle Paranormal Activity. Ja, echt? Ja, das läuft nämlich auch wach. Oh Gott, nee. Ach, das werde ich nie und nimmer gucken. Hab Angst. Aber dafür spiele ich Slender. Yeah. Naja, nur manchmal. Okay, hier ist wenigstens ein Raum, in dem kein hässliches Insekt ist. Ausnahmsweise mal. Ach, das Spiel ist mal nett zu mir und möchte mich nicht zu Tode triezen. Ja, das ist doch schon mal wirklich sehr entgegenkommend, muss man sagen. Ist dir das Spiel ans Herz gewachsen? Ach, natürlich! Nein, jetzt nicht mehr. Ja, du meinst doch noch gestern, dass du es liebst. Ich weiß, aber das ist jetzt was anderes. Weil die Missionen waren gestern noch cool und jetzt sind die... Boah, das regt mich ja so auf. Man steht... Boah, da kriegst du so Aggros bei. Ich finde das ja okay. Also, ich mag das Spiel eigentlich voll. Nur solche Stellen... Boah, nee. Dann reg ich mich so dermaßen auf. Und tschüss. Bestimmt klappt das jetzt eh nicht. Piu! Jetzt fliegt er genau auf mich drauf. Okay, doch nicht. Dann ist ja schon. Da unten ist noch irgendwas. Das möchte ich jetzt aber haben. Ah, toll. Deko-Kerne, die ich eh nicht brauche. Yay. Ach Gott. Was ist das jetzt für Wasser? Braucht eh kein Mensch. Was ist das hier? Jupp. Boah, immer diese Deko-Kerne. Boah. Was für Agros, ey. Was für Agros-Zustände. Hauptsache, der buddelt sich so in das Holz von dem Teil ein. Mach ich auch immer. So. Ja, natürlich. Ja. Ich bin nämlich ein kleiner Holzspan oder so. Nee. Nicht so Holzspan. Ja, Entschuldigung, so heißt es halt nicht. Wo sind die anderen Sachen, die du noch... Die, welche, was brauchst du noch alles? Guck mal auf die Karte. Hä, war's das? Das war's. Nein, ich bin noch 3 Sachen. Ja, ich weiß, deshalb verstehe ich das nicht. Wo muss ich jetzt noch eine Bombe reinwerfen? Ich habe nicht aufgepasst. Ach, da. Das ist ein Feuerfelsen. Ja, ich sehe es gerade. Und wie genau soll ich jetzt da hinkommen? So ganz nebenbei? Ach, ich kann einfach von hier unten hochspringen. Ja, gut. Au! Das war jetzt nicht so ganz, wie ich dachte. Aber so, dann ist ja Jotte. Hä? Ach so! Oh, ich die ganze Zeit so... wie geht das? Oh, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das hat dir irgendwie nichts gebracht. Nee, nicht wirklich. Hm? Boah, hast du gerade das fette Schwabbel da unten gesehen? Guck mal. Voll geil. Wo muss ich jetzt genau hin? Da, ich muss doch irgendwo an den Gipfel oder so. Ja. Ja, und wie jetzt nochmal genau?
Und Fei habe ich auch nicht mit, der kann ich also auch nicht reden. Super. Okay, vielleicht ist irgendwas mit Wasser oder so? Nee, ist eh nicht. Ja. Toll. Mann, das kann... Oh, oh, oh. Jetzt kann ich die Gegner wenigstens mal zerstören, aber das bringt mir ja nichts. Glaube ich zumindest. Versuch's mal. Und? Geh nicht weg, geh nicht weg! Ja toll, so bringt das reichlich viel. Mhm. Hauptsache, das schnüffelt so in der Luft rum, so. Oh nein, nicht wegrennen! Mann. Komm doch ein Stückchen näher, mein lieber Freund. Gibt's Happer Happer für dich? Mann! Boah, dieser fette Schwabbel, der sieht so geil aus. Mal ohne Scheiß. Okay, aber ich glaube, wir müssen erstmal den Part beenden. Das dauert ja alles zu lange und ich habe eh keinen Plan, was ich machen muss. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.